heute hier zu Gast in der Weinbrennerei in Krefeld-Uerdingen mit dem Thema Demokratie unter Druck. Christoph Gieser und Bernd Schlömer haben diskutiert, wie wir den Herausforderungen an unserer Demokratie begegnen können, wie wir mit der AfD umgehen, wie wir mit den neuen Rechten umgehen, aber auch, wie wir die Demokratie besser machen können. Die Demokratie steht aktuell unter starkem Druck. Der Kernpunkt war alleine schon auch, dass Demokratie allgemein an sich kein Selbstläufer ist, sondern dass man halt jede Person für sich einzeln auch einiges dafür tun muss. Wir wollen die Demokratie schützen, dann kann das aber auch nur mit demokratischen Mitteln durch Demokraten geschehen. Man sollte nicht glauben, wenn die Demokratie angegriffen wird, dass man die Angreifer mit Kuschelpädagogik wieder irgendwie zurück in die Flasche bekommt. Wir diskutieren momentan sehr stark über die AfD. Man sollte das auch durchaus weiterfassen. Auch Herausforderungen kommen auch von Islamisten, von türkischen Nazis, von radikalen Putin-treuen Russen, Russlanddeutschen, von Linksextremisten. Und denen kann man nur begegnen, indem man eine lebendige, vielfältige, offene und transparente Demokratie anwendet, sie weiterentwickelt, darunter auch Nutzung von Digitalisierung. Ich glaube, dass wir die besseren Argumente haben und dass man die manchmal falschen und sehr einfachen Plattitüden, die geäußert werden, sehr leicht entkräften kann. Dazu braucht man die Debatte auch an einem Tisch. Die guten Demokraten wissen und kennen die guten Argumente und deshalb sollten wir uns der Debatte stellen und nicht von vornherein ausgrenzen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir wehrhaft bleiben, lebhaft, multikulturell, offen, transparent, und dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge.